Priscilla Presley sieht sich kurz nach ihrem Besuch beim Wiener Opernball an der Seite von Richard Lugner mit rechtlichen Schwierigkeiten konfrontiert. Eine ehemalige Geschäftspartnerin hat gegen sie Klage eingereicht. Die beiden hatten 2022 die Firma Priscilla Presley Partners ins Leben gerufen, mit dem Ziel, Presley finanziell zu unterstützen und sie vor öffentlicher Bloßstellung zu schützen. Es wird berichtet, dass Presley zu diesem Zeitpunkt tief in Schulden steckte und kurz vor einem finanziellen Zusammenbruch stand. Die Klägerin, die sich um die Vermarktung eines Films kümmerte, behauptet, seit August 2023 sei der Kontakt zu Presley abgebrochen. Presley entgegnet, dass die Arbeit ihrer ehemaligen Partnerin nicht ihren Erwartungen entsprochen habe.